Leute, willkommen zu Ghost Watchers. Es gab ein riesen Frühlingsupdate. Es gibt neue Geisteranimationen. Es wurde vieles überarbeitet. Und das Allerwichtigste, es gibt jetzt auch den letzten Geist, den wir hier auf jeden Fall haben wollen. Und zwar der Ghoul. Boah, sieht richtig gruselig aus. Ghoul aus dem Tagebuch eines venezianischen Pilgers, der Ende des 16. Jahrhunderts im polnischen, italienischen Commonwealth unterwegs war. Ich erreichte das Hinterland in der Nähe von Warschau. Etwa 1 Kilometer von der Siedlung entfernt in einem überwachten Park entdeckte ich ein altes Haus. Nachdem ich hineingedrungen war, spürte ich, wie die Dunkelheit hier viele Jahrhunderte lang herrschte. Ich war überwältigt von dem Gefühl, außer mir noch jemand im Haus zu haben. Nachdem ich im Haus auf und ab gegangen war, war ich überzeugt, dass sonst niemand hier war. Aber dieses seltsame Gefühl verließ mich nicht. Ich flüsterte, es gibt keine Monster auf der Erde. Aber sobald ich es sagte, ertönte sofort eine schreckliche Stimme in der Dunkelheit. Es tut mir weh, weißes Licht zu sehen. Ich fühle mich in völliger Dunkelheit besser. Ich träume seit vielen Jahren nur vom Essen. Es ist zu eng für mich, um eingesperrt zu sein. Und ich träume von einer Sache, so schnell wie möglich die Freiheit zu finden, durch mein heruntergekommenes altes Haus zu nagen. Das war ein unfassbar langer Satz. Die Community sagt euch gerade nebenbei übrigens hallo. Falls ihr Bock habt, live vorbeizukommen, kommt auf www.twitch.tv/nu-live. Das ist der Ghoul. Der Leigi spielt auch mit. Das ist kein Ghoul. Noch so ein bisschen, vielleicht. Und wenn ich morgens wach werde. Und wir gucken heute mal, was es so Neues gibt und was alles so abgeht. Ich muss erstmal wieder reinkommen. So viel Geistergames gerade. Ja, was habe ich denn sonst mal genommen? Ich nehme mal das und ich nehme mal das und den Zähler. Okay. Also ich habe schon mal alles zum Hinwerfen mit. Ja, muss erstmal wieder reinkommen hier. Ja, das verlernt man nicht. Naja. Beste Beispiel, meine Freundin. Eine Runde gespielt, direkt den Ghoul gehabt, ausgemacht. Geil. Vielleicht schaffen wir das ja auch. Ich hoffe es. Okay. Dann nehme ich mal das. So. Ich habe hier einen Herzschlag. Ja, was bedeutet das? Dass er hier irgendwo in der Nähe ist. Also, dass wir. Hast du das schon vergessen? Ja, tatsächlich ja. Seit dem letzten Update sollte man eigentlich immer den Herzschlag suchen und die Sachen dort hinlegen. Okay. Damit man dort dann auch ein Zeichen bekommt. Okay, dann hier. 5%, 10, 15. Ich nehme das Thermometer holen. Passt vom Ton für euch, Leute? Oh, er schreibt gerade irgendwo rein, glaube ich. 500 bis 1000 haben wir. 100 bis 1000. Und wir haben menschliche Figur. Menschlich? Ja. Ja, das ist schon mal nicht der neue Geist. Ist nicht schlimm. Okay. Wir gucken erstmal alles Neues an und dann... Ja, also tatsächlich gibt es jetzt wohl für jeden Geist eine eigene Angriffsanimation und so. Oh. Weiß nicht, ob ich das feiern soll, aber... Wie bewegt sich das? Okay, chaotisch und die Puppe erhebt sich. Bewegt sich chaotisch, die Puppe erhebt sich. Okay, Notizblock war menschlich. Aber wir haben noch keinen Finger. Gute Frage. Ja. Was war in deinem Partikelzähler? 500 bis 1000. Achso. Also sehr alt und ruhig. O3. Oh Gott. Ich habe, glaube ich, Gefriertemperatur, oder? Ich hab auf jeden Fall 3. Und hier ist kalt. Ja. Das sind minus 5 bis plus 5. Okay, minus 5 plus 5. Und ich habe 3. Nonne oder Poltergeist? Es kann nur Nonne sein. Okay, finde ich nicht geil. Die ist gruselig. Ja, das stimmt. Da hast du ja meistens. Als Info, warum es nur die Nonne sein kann, ich habe eingestellt, dass wir nur Stufe 2 und 3 Geister haben. Ach cool, das kann man einstellen. Genau, damit wir eine höhere Chance haben, den neuen zu bekommen. Ah, nice, clever, clever. Hm. Clever, clever, Kollegi. So, wo ist denn das Programm? Hier ist das Pentagramm, dann droppe ich mal die Items hier hin. Ich bin echt gespannt wegen dem neuen Phasma-Update. Ich will das jetzt endlich mal haben, Leute. Was ist da los? Zähl das den Entwicklern. Ja. Ja, wirklich.
So, was gibt's denn noch so hier? So, es gibt übrigens ein neues Item, damit wir die verfluchten Gegenstände finden. Genau, so ein Detektor habe ich gelesen. Gibt's jetzt den Detektor, genau. Ich würde mir eigentlich in diesem einen Raum, wo man hier reinglotzen kann, mal so einen Easter Egg wünschen, beim Brunnen. Ja, das würde ich auch sehr enjoyen. Ah, da kommt nix. Hast du den Detektor, den verfluchte Gegenstände-Detektor? Aber ich kann ihn kaufen. Okay. Ich bin ja reich in dem Spiel. Ich wünschte, mein Kontostand wäre derselbe wie in dem Spiel. Oh ja. Immer ist den auch nix. Ja, also ich muss sagen, Ghostwatchers macht mir echt so vom Spiel-Vibe mit bis jetzt am meisten Spaß. Ups. Was meint ihr? Ist der krass. Was denn? Okay, warte, ich geb dir den mal. Nimm mal den Detektor. Okay. Warte, ich komm runter. Was meint die Community dazu? Sagen die je, je oder sagen die nee? Warte, ich pack das mal hier hin. Ja? Hinter dir liegt er. Ach, witzig. Und du kannst wenn du mit der linken Maustaste drückst, kannst du die Gegenstände durchwechseln. Ach so, 7 Meter, 1 Meter. Genau, der zeigt dir dann an, wie weit du entfernt bist von den Gegenständen. Das ist ja nice, aber das ist 7 Meter weit weg. Der Bär? Ich hab den Spiegel. 5? 3? Oh. Was los? Der Spiegel sieht jetzt anders aus. Was hilft denn eigentlich gegen... Christusstatue. Okay, sollte ich vielleicht mal holen, oder? Wäre vielleicht schon ein Vorteil. Sei denn, du möchtest natürlich das neue Todesminigame testen. Nein, Todesminigame? Nein, du kannst dich, also so wie ich das verstehe, hast du jetzt die Möglichkeit, wenn du tot bist, irgendwie so Lichtfetzen zu folgen und dich dadurch selbst wieder zu beleben. Okay. Also die Leute sagen im Chat, eine Person sagt, Phasmo ist besser, Ghostwatchers macht mehr Spaß, allein nur wegen Geisterjagen. Je, 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 je. Das ist je. Hauptsache, ihr habt Spaß beim Zugucken, ihr kleinen Stinkies. Genau. Ich finde den Teddybär nicht, obwohl wahrscheinlich ist der über mir. Okay, Hauptsache, ihr könnt euch in eure warmen, gemütlichen Bettdecken einrappen und hier schön entspannt zuschauen. Da so, ist der Bär. Weißt du, was wir eigentlich mal machen könnten? Was denn? Den Geist materialisieren. Stimmt. Materialisiere dich. Ey, es ist schon ein bisschen her, ne? Mhm. Ich bin auch langsam verwirrt mit den ganzen Spielen, die wir ja, machen. Ja, man kommt durcheinander, haben. Weil es halt immer irgendwie ist, es ist ein ähnliches Prinzip, aber trotzdem hat alles so seine eigenen Kniffe. Ja. Oh, was war das? Oh mein Gott! Das war aber knapp! Na hoch! Na, also die erste Aufgabe... Oh, der war hier. Die erste Aufgabe ist, die Christusstatue benutzen gegen den Geist. Oh, nice. Okay. Und wie viele Gegenstände haben wir denn? 3, ne? 4, 5, hier ist alle. Licht. Oh, echt? Wir haben alle? Ja, du hast alle Gegenstände schon gesammelt. Cool. Ich komm runter. Jeet, dann zünd ich schon mal Kerzen an. Verlieren wir, wenn er jetzt huntet, die Statue oder wie sieht's aus? Nein. Okay. Da wir normal spielen, bleibt alles in den Händen. Hm. Okay. Gut. Dann müssen wir jetzt warten. Ah, die Aufgabe erstellen, genau, bis er angreift. Wie provoziere ich denn nochmal? Where are you? Ich glaube, show yourself. Show yourself. We will catch you. We will catch you. Give us a sign. Give us a sign. Die Standardsachen.
Die Standardsachen. Oh, er hat hier Wasser angemacht. Oh, er steht hier direkt im Gang. Okay, also. Ich sehe im Spiegel so ein Todeslicht. Was? Wo? Ja, warte. Ich gebe dir mal den Spiegel. Weiß nicht, ob ich den will. Nimm den Spiegel. Oh. Ab und zu kannst du darin so ein fliegendes Licht sehen. Nee, gar nichts. Ah, doch, da. Nee. Ich sehe nichts. Ich habe den jetzt auch nur einmal kurz gesehen. Nee, der hat überhaupt keinen Bock. Die Nonne. Oh, jetzt sehe ich ihn. Der hängt fest. Der ist im Keller. Ist im Keller. Oh, jetzt ist er respawned. Ja, er ist im Keller. Echt? Ah! Oh mein Gott, ich hasse sie. Ja, die will's wissen. Oh oh. Oh. Vielleicht einfach mal die Statue nehmen. Aber muss ich ehrlich sagen. Ja, was denn? Boah, die hat die Puppe richtig rumgehauen. Hä? Die hat die Puppe die Treppen hochgehauen. Was hatten wir denn alles? Fußspuren keine, gell? Oder? Bitte was? Fußspuren keine. Nein. Und er lässt keine Spuren. Rundfunkempfänger? Warte, bislang nix. Okay. Nonne alt und ruhig anscheinend. Aber sie macht Wasser an. Ja, genau. Nonne alt und ruhig. Die greift ja gar nicht an. Was ist denn los mit der? Die ist halt ruhig, ne? Oh, jetzt kommt sie zu mir. Oh. Sie hat mich stolpern lassen. Oh, holy. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die hat dich einfach angegriffen. Was brauchen wir als nächstes? Drei Kerzen. Okay. Entzünden. Brauche ich dazu ein Feuerzeug? Brauche ich dazu ein Ich habe die Fackel dabei. Bei mir noch eine. Ja, sehr gut. Und jetzt? Weihwasser und danach Feuersalz. Okay, hast du beides? Nö. Ich hol mal. Ich geh's holen. Ja, ich komm mit. Okay, also die haben alle jetzt tatsächlich eigene Angriffsanimationen. Okay. Ich hab Weihwasser und Feuersalz. Dann nehm ich noch das Zauberbuch mit. Also zuerst Weihwasser, gell? Genau, zuerst Weihwasser. Lass ich das fallen, wenn die mich angreift? Eigentlich solltest du das nicht fallen lassen. Aber, oh. Oh, oh. Okay, muss ich nochmal rechte linke Maustaste drücken? Linke Maustaste zum Werfen, ja. Okay, 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 okay. Okay. Die Animation war so nice, ich wollte sie mir anschauen. Okay, ich habe Feuersalz. Oh, die will mich richtig, ne? Ich drehe gleich durch. Wie viel Sanity hast du denn noch? Weiß ich nicht, ich glaube bestimmt nur 30. Unten rechts. Oh ja, jetzt will sie es wissen. Feuersalz ist gemacht und jetzt? Müssen wir kurz raus. Alle Kerzen löschen auch. Und jetzt Zauberbuch. Okay, du was müsstest machen? Unbedingt mal Sanity-Pillen nehmen. Warum? Was passiert sonst? Und guck mal unten rechts. Wenn der Kopf ganz rot ist, kannst du dich nicht mehr verteidigen. Ah, stimmt, da war ja was. Wo hole ich mir die denn? Oh, ich hab dir zwei gekauft. Oh, das ist aber nett. Ja, natürlich. Die droppe ich mir jetzt rein. Ja. Und dann noch eine. Ja, dann bist du wieder voll. Okay, was kommt als nächstes? Zauberbuch. Was passiert da? Das muss ich hinwerfen, wenn sie angreift. Und danach können wir schon das Ritual machen. Okay, die ist draußen. Jetzt kommt sie wieder rein. Die tanken. Und sie kommt jetzt auf uns zu. Hast du gesehen? Ja. Du bist gleich am Arsch. Jetzt kommt sie auf dich zu. Oh Gott. Yes, nice. So. Ey, die sind so cool gemacht, die Geister. Ja, definitiv. Also und das ist der große. Oh nein, schon wieder. Oh oh, hast du was zum Abwehren? Ja, die Statue. Ich auch. Wow.
Ich hab die Statue. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ja, wir können das Ritual machen. Ja, schnell. Schnapp dir was davon. Ja, hab ich. Los geht's. Okay. Traumfänger. Mhm. Ich hab Kopf und Maske. Okay. Kopf. Wie tue ich's hin tun? Wie tue ich's hin? Mit E. Mach ich. Ganz ruhig, wir haben noch 3 Versuche. Alles gut. Guck mal, das mache ich. Uhr. Nice. Rose. Du kannst eigentlich dahin gehen, wo die Tür ist. Also du hast beide rechts die Sachen. Ja. Und der Traumfänger ist noch links. Die Maske habe ich noch. Genau, und ich habe noch den Traumfänger. Nice. Jetzt kommt die Maske noch. Genau. Yes. Das war's. So, ich geh mit nice dem Ball gemacht. Holen. Ja, hol den Ball. Die bleibt da jetzt drin, gell? Die tut mir nichts, oder? Genau, die kann dir nichts mehr machen. Oh, ich bin in dir drin und mir ist kalt. Das ist witzig. Das ist schon richtig ja, also cool gesagt, gemacht. Das ist der große Vorteil von Ghost Watchers, dass das wirklich jedes ein eigener Geist ist. Ja, finde ich auch. Victory! Nice, dann können wir jetzt schwer machen, ich bin bereit. Aber schwer lässt man den Gegenstand fallen, gell? So, also schwer jetzt, ja? Ja. Okay. Soll was anderes aus der Berghütte machen? Sumpfhaus. Das Sumpfhaus? Okay, dann machen wir das Sumpfhaus. Und dann auch schwer, let's go. Das ist wenigstens eine Herausforderung. Ja, ich glaube, dass hier vor allem dann der Detektor ganz cool ist, weil das ja deutlich größer ist auch. Ja. Es ist vor allem für die Schule ist das von Vorteil, der Detektor. Definitiv. Okay, let's go. Let's go. Dann let's suchi. Suchi, der Kacke ist die. Aber ja, Blutflecken. Oh. Also Blutflecken ist schon mal von Vorteil für den neuen Geist. Mhm. Ach, das bist du. Mhm. Oh, hier bin ich ja draußen. Blutflecken, ja. Wahrscheinlich ist der oben. Kann halt überall sein, ne? Vor allem wechseln die ja jetzt auch die Räume. Echt? Ja, natürlich. Nein. Deswegen immer auf den Heartbeat achten. Oh, er ist im Keller. Oh, ne, ne? Oh, verdammt. Ja, oh Gott, ich schwitze und hab 5 gehabt. Aber Leute. Ja, okay. Hatte ich 5 und 5 Red oder? Soll ich drauf geachtet? Verdammt. Verdammt. Ja, also wir haben auf jeden Fall 45 bis 55 Grad. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt nur 5 hatte oder 3 Red. Weiß es jemand? Oder wir suchen einfach, wo er ist und dann schauen wir nochmal. So, ich gebe das mal ein. Bei wie viel Grad haben wir? 45? 45 bis 55, ja. Okay, die Leute sagen, ich hatte 5. Ja, komm mal hier hoch ins Bad, also links um die Ecke. Geh zu mir. Hier drin müsste er sein gerade. Ja, okay, nur 5. Machen wir Partikelzähler. Okay, das waren nur 5. Also ist es ein Vampir. Okay. Was schreibt er? Menschlich. Ja, ist auf jeden Fall ein Vampir. Okay. Dann können wir uns jetzt tatsächlich Schutz besorgen. Menschlich? Warte, ich mach noch kurz
Oh, jetzt ist er weg. Jetzt wollte ich gerade Partikel zählen. Oh. Ich glaube, er wollte das Board bewegen. Also das müsste das Geräusch gewesen sein, dass er das Board benutzt hat. Okay. So, was brauchen wir gegen den Kruzifix, gell? Ja. Okay. Und... Achso, denk dran. Da wir jetzt schwer spielen, bei einem Hand lässt du einen Gegenstand fallen. Ja. Ich versuche nochmal die Partikel zu zählen. Wechselt er jetzt die ganze Zeit den Raum? Ja, der kann moven die ganze Zeit, ja. Deswegen immer drauf achten, wo wir den Heartbeat haben und wir schwitzen. Verdammt, ist er schon wieder weg hier. Er hat die Puppe durch die Gegend geworfen. Okay, geworfen? Ja. Also wirft Voodoo-Puppe? Ja. Und wo hat er sie geworfen? Hier. Soll die lag mal da hinten mit dem Bart. Soll ich da mal hier auch das Knurren, also das Ding hinschmeißen? Ja, warte, ich gucke. Es kann halt sein, dass er immer noch im Bad ist. Nee. Nee. Guck nochmal unten. Okay. Also das Ouija-Board bewegt sich nicht. Oh, 100 bis 500. Er ist hier unten. Er ist unten. Ah. Das ist ätzend. Aua, die Sau. Oh, nee. Oh, nein. Denk dran, du lässt einen Gegenstand fallen. Natürlich ich. Okay. Das sieht schon krass aus. 100 bis 500. Oh, aua, aua. Aua, der hat voll auf mich abgesehen. Nein. Nein. Der lässt mich nicht in Ruhe. Was soll denn das? Ich geh mal eingeben, was es ist, ne? Nein, warte, ich komm mit. Ich komme nicht raus, wo bist denn du? Hier, leg's jetzt. Verdammt. Ja. Oh. Lass mal eine große Map spielen, ist eine Herausforderung. 100 bis 500 haben wir. Ja, und ich bin ziemlich sicher, dass das Board keine Interaktion hat. Okay, Partikel sind ohne Ouija-Board keine Interaktion. Rundfunkempfänger haben wir auch noch nichts. Aber dadurch, dass er die Puppe wirft, wissen wir, dass er gequält ist. Ja. Testen wir mal, ob es funktioniert. Müssen jetzt die Gegenstände suchen, ne? Vampir. Genau. Ich hab, wenn du möchtest, nochmal einen Detektor gekauft. Noch einen? Ja. Wenn du hier, warte. Bitteschön. Ah, danke. Liegt draußen vor der Tür. Geilo. Auch noch einen. Ist eigentlich, je nachdem, ob die jung sind oder so, sind die noch aggressiver, oder? Ich glaube, das Alter hat keine Auswirkung, aber die Stimmung. Also aggressive Geister sind wirklich aggressiv. Okay. Die Rose 5 Meter. Oh. Ich noch safe oben. Oh nee. Das ist bestimmt, weil ich sein Lieblingsstofftier aufgesammelt habe. Er hat's auf dich abgesehen, oder? Du lebst aber noch, oder? Ich lebe noch. Gut. Aber der hat eine geile Animation bekommen. Echt? Ja, wenn er dich angreift. Ich finde, du freust dich hier zu sehr. Ja, natürlich. Muss die Kleinen... Oh nö, er versperrt mir den Weg. Oh Gott, der geht ja richtig ab, hey. Ich glaube, der hängt mir irgendwie schon ein bisschen am Arsch. Die Maske. Yeah. Ja, ich komme hier halt nicht mehr raus, ne? Was soll das heißen? Er hat mir oben den Weg versperrt. Oh oh. Aber du hast schon noch ein Regal was im Weg. Ja, mein Kruzifix hat noch zwei Ladungen. Okay, gut. Ich darf auch wieder raus. Sehr gut. Ich habe noch eine Rose. Ja, sehr gut, weil die habe ich nicht gefunden. Wie viel haben wir denn dann jetzt schon? Wir haben Maske und Rose auf jeden Fall. Und Traumfänger. Und Schädel. Shell hast du auch schon? Ja. Okay, dann eigentlich nur noch die Uhr, aber die scheint unten zu sein. Oder oben. Warst du schon oben? Ja, oben war ich, aber ich gucke nochmal ganz oben. Und unten warst du auch schon? Nein, unten, ganz unten war ich noch nicht. Oh oh. Ich glaube, er will dich wieder. Boah, der Sack greift mich einfach an, ey. Hat mich oben eingesperrt.
Ich wusste gar nicht, dass es jetzt ein Hand war. Was? So, das war dann auch kein Hand. Doch, ich habe doch mein Ding fallen lassen, deswegen. Okay. Ich weiß nur, dass es jetzt tödliche und erschreckende Angriffe gibt. Ja, das habe ich jetzt gemerkt. Jetzt kommt er zu mir. Mach mal die Tür zu. Stirb, weiche! Muss mal raus, der macht mich richtig fertig, der Sack. Boah, ich bin gleich verrückt. Ich kann mich gleich nicht mehr verteidigen. Likey, wie komme ich raus? Likey! Wo bist du denn? Ich weiß nicht mehr. Oh nein! Hier, komm. Hier, raus. Ah! Oh mein Gott, nein! Oh Gott! Okay, das ist schon ein bisschen wild. Hört auf, mich auszulachen. Ja, wart mal ab, wenn wir in die Schule gehen. Oh Gott. Ich mag die Geräusche hier drauf. Oh, ist aber lieb. Ich sagte, ich habe so viel Geld in dem Spiel, ich kaufe dir alles, was du willst. Oh. Dann hätte ich gerne eine Knutschi-Tasche. Und eine Knui Vitor. Den Knui Vitor-Schal. Okay. Uns fehlt nur noch die Uhr, ne? Ja, aber die muss irgendwo hier. Ich glaube, die ist im Keller. Ja, ich komme mit. Fünf Meter. Sechs Meter. 9 Meter, wir entfernen uns von der Uhr wieder. Ich glaube, die ist über uns. 11 Meter, 10 Meter. Oh mein Gott. Er schnarcht. Ja, und ist gerade vor mir langgerannt. 7, 6, 5, 4. Ah, die liegt hier direkt beim Ritual irgendwo. Was? Oder nicht drüber? Hier. Ich glaube, die ist drüber 4, dann. Ah, hier, ich hab sie. Okay. Ich hab sie. Echt, war sie drüber? Ja. Ey, er schubst mich die ganze Zeit. Okay, sie ist hier. Wie starten wir das Ritual? Wir müssen erst die anderen Aufgaben machen. Oh, Feuersalz. Nein. Hinterlässt keine Fußabdrücke. Doch, Blutflecken. Okay. Wir müssen Feuersalz holen gehen. Ich würde gerne rauskommen. Oh, mir ist schon wieder heiß. Boah, der macht ja, der sweatet dich ja richtig. It's getting hot in here. Der ist ultra aktiv. Also Feuersalz. Ja. Feuersalz, okay. Dann drei Kerzen. Dann. Also zuerst Feuersalz. Genau. Dann jiete ich den jetzt weg. Genau, jiete den mal weg, dann gehe ich Kerzen anzünden. Wo ist er? Ha! So, bra, was sagst du dazu? Jetzt bist du dran, drei, oder? Drei Kerzen. Genau, ich suche drei Kerzen. Moment. Bläde. Da ist Kerze Nummer 2. Der ist ganz schön aggro. Und jetzt? Ja. Plasmaabsorber. Nice. Was hat die so rumgestöckelt? Der hat mit den Kindersteinen, Spielzeugsteinen gespielt. Und jetzt? Danach? Den Plasmaabsorber, dann alle Kerzen löschen, Kruzifix. Das habe ich schon gemacht. Heiliges Feuer hast du. Gut. Genau, heiliges Feuer habe ich. Kruzifix habe ich auch. Beide. Ja. Und okay. Dann das Ritual. Ich könnte halt noch den Dolch. Wenn du möchtest, kannst du den Dolch und den Ball schon mal holen gehen. Den Dolch und den Ball. Genau. Ah, den Pokéball zum Fangen. Den Pokéball. Und da man sich daraus nicht befreien kann, ist das ganz klar ein Meisterball. Oh, schub's doch nicht. Pokéball und... Den Ritualdolch. Den Ritualdolch. Okay. Okay, ich bin da. Wo ist eigentlich die Uhr? Die habe ich hier irgendwo hingedroppt. Okay, hab sie gewonnen. Gut. Ich leg die mal alle einfach nur hier auf den Teppich, damit wir es besser sehen. Yes. So, jetzt heißt, oh, guck mal, hier kommen wir nicht mehr raus.
Danke, dass der Chat so fragt. Mir geht's besser. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber ansonsten. Haben wir wieder einen Spiegel, um den zu triggern? Nein, aber ich weiß, wo der Spiegel ist. Warte, ich geh ihn holen. Let me do it for you. Ah, oh, nee, er schubst. Du musst, warte, ich komm zu dir, weil du musst das... Wir müssen den Plasmaabsorber. Wo kommt der angeflogen? Gar nicht. Oh, doch, da. Doch, da kommt er. Nice. Oh mein Gott, ich brauch Sanity. Oh, und jetzt? Ich bin was so kurz vor tot. Alle Kerzen löschen. Wie macht man das? Einfach hingehen und E drücken. Wo waren die denn? Ah, hier. Ah, gut. Und dann? Danach, das nächste ist Kruzifix. Okay, das mache ich. Komm her! Und aufgrund der Tatsache, dass ich mein Kruzifix irgendwo abfallen lassen, hole ich mir ein neues. Komm her! E-Beams! Der will uns irgendwie nicht. Ich sehe das schon als ein persönliches Problem an. Na, wäre ich mir nicht sicher, dass er uns nicht will. Weil er halt wirklich alles andere sehr aktiv macht, ne? Mhm. Oh mein Gott. Boah, Hitzewallungen, ey. Aber er ist sehr zeigefreudig. Komm in die Wechseljahre. Oh, schon wieder. Oh, verdammt. So viel Hitzewallung. Du, ich krieg bestimmt meine Periode. Was heißt, dass er in der Nähe ist? Aber der will uns nicht mehr. Meinst du wegen dem Plasma-Absorber? Ich hab den mal weggebracht. Ja, der weiß, was wir mit ihm vorhaben. Oh, oh jetzt. Der kommt. Kruzifix, ne? Je. Je. Aha, du bist schuld. Boah, jetzt hat er, ist der aber ganz schön an den ganz Kehlchen gegangen hier. Mhm. Und jetzt? Jetzt noch einmal heiliges Feuer und dann können wir das Ritual machen. Was hast du? Du kannst ihn abschmeißen, genau, wenn er in meine Richtung kommt. Jetzt, ich hab vorbeigeworfen. Nein, wir sind dead. Hier, friss. Ah, jetzt greift er mich an. Oh mein Gott. Wusstest du das? Wusstest du das? Wenn der da steht und du ihm zu nahe kommst, greift er dich an? Ja, ich wusste das. Warum sagst du mir das nicht? Ich dachte, das ist offensichtlich. Nein, ich muss immer meine Grenzen austesten. Ich brauche nur meine Sanity, sonst wird es hier nichts. Also warte, ich kauf dir Sanity. Ich brauche die Pille danach, er hat mich angefasst. Schnell. Ich kaufe die Pille danach. Ich bin dir die. So. Die ist voll mit Knoblauch, damit er mich nicht mehr anfasst. Das Knoblauch danach. Ah. Sagt die, die in den Wechseljahren ist. Ja, meine Mama hatte damals in den Wechseljahren auch ganz aktuell schwitzi Hitzeballungen. Oh, vielleicht treffe ich beim nächsten Mal. Hast du es dabei? Ja. Oh. Komm her. Ich verstecke mich nicht hinter dir. Nein, Quatsch. Süß, da fragt jemand, was sind die Wechseljahre? Süß, diese Altersunterschiede im Chat sind so süß. Ah. Wer mag das erklären, und zwar in einem sehr, sehr... Also wer mag es erklären, was Wechseljahre sind? Ich benote, die beste Erklärung kriegt eine 1 mit Sternchen. Das ist aber alle aber Wikipedia. So Sendung mit der Maus-Style. Das machen alle Wikipedia auf. Copy-Paste. So kinderfreundlich, wie es geht. Ja.
Aber stimmt, alle sind mindestens 18 im Chat. Eine Frau bekommt ihre Periode nicht mehr, wenn die Frau nicht mehr Kinder kriegen kann. Es sind Jahre. Von jung nach alt. Milch und Tee mit Honig ist das beste Vergeltung. Wenn Frau alt wird, Thema bekommt vorbei. Sie Flugrost und dann geht nichts mehr. Ey Leute, Pubertät aber später. Die Wechseljahre erlösen die Frau von der Periode. Wie sieht denn Flumi das eigentlich? Zeitraum im Leben von Frauen. Das sind die Jahre, in denen eine Frau keine Kinder mehr kriegen kann. Also mit 35 hat man noch keine Wechseljahre. Ich kenne auch eine, die ist schon mit 26 die Wechseljahre gekommen. Sehr selten, aber... Wollte gerade sagen, ich glaube, also eine 100% Garantie, dass irgendwas passiert oder nicht passiert, glaube ich, gibt es... Also keine. Meine Mutter hat es damals gefeiert, aber es gibt auch Frauen, die sehen es anders. Die Zeit, wenn deine 55-jährige Kollegin immer die Fenster aufreißt, wenn ihr heiß ist. Und wir warten, und wir warten. Ja, warum macht er eigentlich gerade nichts mehr? Naja, wir haben... Vielleicht mal ein bisschen durchs Haus laufen. Ah, jetzt kommt er. Warte, ich geh jetzt den Spiegel holen, komm. Ja, ich komm mit. Nö, nur ich nicht. Ja, ich glaube auch, dass man irgendwann sagt, release me. Der rennt draußen. Oh, oh, er kommt uns entgegen. Er ist hier drin. Er war hier drin. Er war hier drin. Du hantest den richtig. Au, oh, jetzt aber. Beide nur Kruzi, ne? Ne, ich muss das heilige Feuer benutzen. Okay. Er holt mich. Nice. Voll gegens Köpfchen so. Geknallt. Jetzt dann den da ist mein Kruzifix, mein altes. Okay. Oh, oh, schon wieder? Oh. Brauchst du Hilfe? Ja, alles gut. Okay. Boah, dieses so, ganze Geatmen. Los, los, los. Was mache ich da? Den Dolch reinwerfen. Okay, 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 okay. Ich hab nichts in der Hand. Ich hab das schon. Alles gut. Ich mach das. Ich nehm Kopf und Maske. Okay. Ihr bekommt alle eine 1 mit Sternchen für die Erklärung. Oh, ich hab die Maske wieder. Auch immer wieder auf. Ja, das zählt trotzdem. Okay. Glaube ich. Wir finden es heraus. Uiuiui. Ja, okay, die Maske zählt also nicht. Wir müssen die Maske noch mal machen. Okay. Yeet! Hier! Mein Kruzi! Boah, der ist richtig hot, der Dude. Er ist richtig hot. Jetzt geh den hot. Aber ich bin hot da. Okay, ja, definitiv. So. Ach, Pokéball. Ja, wir können auch noch ein bisschen hier mit dem Geist stehen, das ist gar kein Ding. Yay. So schwer war schwer doch gar nicht. Kann ich mir eigentlich noch irgendwas Tolles kaufen oder gibt es nichts mehr Tolles zu kaufen? Es gibt ein neues Armband. Mhm. Dadurch ändert sich, dass du nicht mehr geschützt bist gegen das Ziehen. Mhm. Allerdings siehst du, wenn du tot bist, wie aggressiv der Geist ist. Und du siehst leichter diese Teile zum Selbstwiederbeleben. Also lässt man trotzdem eher das, dass er mich nicht wegziehen kann, oder? Ja, schon. Ja. Dann machen wir nochmal die, weiter, 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 weiter. Jetzt sind wir schon wieder im Kreis. Hä, aber gibt's nicht noch so ein normales Haus? Doch, das verlassen ja, das. Haus. Genau, das hätte ich okay. Gern und dann gucken wir, dass wir jetzt den neuen kriegen. Okay. Okay. Let's go, Leute. Wir gucken jetzt, dass wir den neuen Geist euch zeigen können.
und geben unser Bestes. Versprochen. Also, damit die Frage, stehen wir ja mit unseren Namen. Ja, ich glaube, da habe ich immer den meisten Spaß. Oh, wir haben 5 und Red Dry. Red Dry. Also brauchen wir nur noch Temperatur. Temperatur passt. Minus 20 bis minus 10, wir haben den Ghoul. Ich gehe direkt mal Schutz besorgen, ne? Christusstatue. Brauchen wir? Ja. Okay, wir haben Partikel 500 bis 1000. Okay. Partikel 500 bis 1000. So, dann baller ich das mal weg. Was hilft gegen den Ghoul? Christusstatue. Okay, Christus. Jesus Christ. Bam. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Hier war er. Ja, aber er ist gemoved. Sollte eigentlich das EMF mitnehmen, weil es zeigt dann immer ganz gut. Ja. So. Weil dann wüsste ich auch, wohin mit der Puppe und so. Okay. Tiny Tina. Schönen Gruß an meinen Mann, du schaust sexy aus mit der Brille. Das höre ich öfter. Ich musste jetzt gerade wieder den Sit machen. Danke, das ist sehr lieb. Aber im ungeschminkten Zustand und Brille ist schon kriminell. Hier muss ja irgendwo sein. Ich habe 100 eingegeben. 500 bis 1000, ihr habt recht. So. Also ist er irgendwo hier. Aber er ist hier. Ich hab hier oben Heartbeat. Ach so, okay. Es geht nicht um die Interaktion, sondern um den Heartbeat. Okay, mein Heartbeat ist auch weg. Vielleicht ist er jetzt bei... Oh, er wollte mich ziehen. Wo bist du? Oben im Schlaf. Okay, ich hab wieder Heartbeat. Ja, ich hab ja auch Heartbeat. Ah, ich bin oben in dem Schlafzimmer, oder? Bist du? Hier, jetzt dann links. Hier. Ich hab hier keinen Heartbeat. Ich hatte hier gerade Heartbeat. Ich hatte hier hinten Heartbeat. Ja, dann ist er gemoved. Und ich nehme meine Sachen wieder mit. Das gibt es doch nicht. Nein, ich bringe schon mal die Rose weg, weil die habe ich gefunden. Wo ist denn der? Ja, das ist das miese seit dem Update, dass die moven. Also mir zeigt das hier. Ah, ich habe hier unten beim Ritual Heartbeat. Okay, ich komme runter. Heart the beat. Was fehlt uns noch? Nix, ne? Buch und sowas. Buch. Und ja, eigentlich so kann ich schon mal die Gegenstände suchen, oder? Genau. Oh. Wir brauchen halt noch das Board. Der Rundfunkempfänger und im Optimalfall die Puppe. Mm. Damit wir wissen, in welcher Stimmung und welchem Alter er ist. Mhm. Okay. Ich könnte eigentlich auch mit dir schon mal irgendwo die Maske. So oben ist gefühlt ja nichts. Mhm. Ah doch. Ich komme mit. Ich habe den Spiegel. Den Spiegel. Der ist vielleicht gar... Ah, hier ist noch was. Die Uhr. Und was haben wir noch? Job, den Schädel. Ich hab die Uhr. Und dann fehlt uns nur noch... Oh. Der Traumfänger. Mir ist ganz kalt. Dann ist er gemoved. Das, weil ich die ganze Zeit aus in den blöden Spiegel raushole. Kann halt sein, dass... Oh mein Gott. Hat er dich? Ja. Oh, du bist ja nicht tot, oder? Nö. Okay, gut. Nur ein bisschen erschrocken. Ah, er geistert unten im Keller rum. Gibt's hier noch einen Keller? Ich wollte gerade fragen. Verdammt. Wo war der Keller nochmal? Bei der Küche. Hinten dran. Und steht auf jeden Fall.
Ah. Aber da ist er nicht, ne? Und da hatte ich gerade noch ein Heartbeat. Aber der Gegenstand ist hier nicht. Achso, ne, der Gegenstand ist da nicht. Der Dreiumfänger. Jetzt habe ich oben ein Heartbeat. Ich glaube, der ist einfach überall. Ich glaube, dass oben noch bestimmt der Traumfänger ist. Deswegen bin ich gerade oben. Oh nein. Oh, ich hab ihn, der liegt hier auf dem Tisch. So, perfekt. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Warum solltest du? Weil wir immer noch schwer spielen und ich habe nur einen Gegenstand dabei. Oh, ich weiß gar nicht, ob er mich jetzt holt. Ich glaube, er holt mich. Ja. Okay, hier frisst. Ich glaube auch, er holt dich. Ja. So, ich habe den Traumfänger. Können wir den jetzt mal einlocken, den Geist? Wir wissen, warte, wir müssen gucken, was das Board und so sagt, damit wir dich. Oh. Oh nö, ne? Das Board? Ups, mich nicht. Wo ist es denn? Ah, das bewegt sich. Das macht. Bewegt sich von der einen Ecke die andere. Holy shit, was ist denn los mit dir? Und wieder die Puppe Lampe. Macht nichts, oder? Wo ist denn die? Die Puppe liegt links neben der Lampe. Okay. Knurren haben wir auch nicht. Ja, wir müssen halt warten, dass wir jetzt irgendwas von der Puppe haben. Oder also wir müssen auf jeden Fall auf den Rundfunkempfänger warten. Wir dürfen nur einmal einlocken, gell? Na, wir dürfen zweimal. Deswegen warten wir, was der Rundfunkempfänger macht, ob wir einen Wein oder einen Knurren haben. Und dann können wir gehen. Und dann können wir 50, genau. Okay, er knurrt. Knurren. Ich bin raus. Bin direkt hinter dir. So. Knurren. Das heißt, Ghoul, Senior, aggressiv oder gequält. Oh, was? Genau. Der hat mich vorm Haus noch gecatcht. Ach so, ja, der ist ein Stufe 3 Geist, der kann rauskommen, ne? Ach ja, schön, dass du mir das mal sagst. Entschuldigung. Auch ich bin vergesslich. Tödliches Halbwissen. Fußspuren hatten wir, Blut, gell? Ja, Blutflecken. Okay. Ach so, Notizblock, übrigens, wenn wir schon dabei sind. Notizblock? Notizblock war, ich möchte nicht lügen, menschlich. Ne, Kritzeleien. Kritzelei. Und genau, was haben wir jetzt gemacht? Voodoo-Puppe war da. Aggressiv oder gequält musst du es einloggen. Genau. Warte, machen wir mal aggressiv. Okay. Das ist aggressiv. Ach so, übrigens nur als Info. Da er auch rauskommen kann, kann er auch die Gestalt von uns annehmen, ne? Nur so. Oh mein Gott, stimmt. Was hilft denn gegen den? Christusstatue. Oder halt Weihwasser. Genau. Okay. Oder die goldene Bombe, weil die müssen wir eh benutzen. Okay. Goldene Bombe, Zauberbuch und dann Lichter einschalten. Dann nehme ich noch die goldene Bombe mit. Und dann nehme ich das Zauberbuch. Okay. Und dann nehme ich schon mal heiliges Salz mit. Was kommt jetzt als erstes? Goldene Bombe. Kannst du? Nee, warte, hast doch. Du hast Weihwasser dabei. Ich habe die goldene Bombe im Weihwasser, ja. Ich gehe mal rein. Oh mein Gott, okay. Goldene Bombe, ne? Erst die goldene Bombe, genau. Das ist schon ein bisschen hart. Ich hol mir mal Pillen. Ich bin gleich tot. Ja. Nimm dir ein paar Pillen. Der Ass. Was sind denn? Oh, die sind ja voll teuer. Soll ich dir Pillen holen? Nein, ich schaff das schon. Was, ich kann nicht süß. Immer auf dein. Ich bin jetzt, werde jetzt erwachsen. Dein Kontostand ist ja süß. Ey, es gibt alles einen Anfang. Das stimmt. So, jetzt habe ich noch Weihwasser und, Statue. Genau, als erstes muss ich jetzt das Zauberbuch. Ich hol ihn her, ich mache ihn aggro. Okay. So, er kommt jetzt ganz schnell die Treppen hoch vom Keller. Und jetzt rennt er. Oh, ich hab doch gar nichts gemacht. Er behandelt trotzdem. Er will, glaube ich, mich. Ja, er hat's auf mich abgesehen. Rette mich! Rette mich da! Rette mich! Bist du tot? Nee. Er steht hier! Er hat dein Aussehen angenommen! Um Gottes Willen! Aber das Buch funktioniert nicht. Oh mein Gott, chill doch! Ich muss hier raus! Okay, das Buch funktioniert doch. Was ist denn los mit dem?
Mein Gott! Riesig, ne? Ja, und einfach nur Akku. Entspann dich mal, Kollege. Achso, und der kann uns verlangsamen. Ja, der kann einfach. Der, so, what? Okay, also, was zur Hölle? Hat Weihwasser funktioniert? Nee. Nee, das Zauberbuch war das erste. Jetzt kommen 5 Lichter. Ich habe Weihwasser fallen lassen. Okay, ich kann im Zweifel auch neues Weihwasser kaufen. Oh, wo ist mein Weihwasser? Ah, da, ich hab's. Okay. Okay, wir müssen 5 Lichter anmachen. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Jo. Deutsche Lichtschalter. Gut, okay. Und jetzt? Heiliges Salz. Genau, das habe ich dabei. Gut, wo bist du? Wieder am Eingang. Yeah, Haruwu. Ich finde, Ghostwatches ist echt toll. Vor allem die Geister können die Gestalt deiner Freunde annehmen. Das ist sehr unschön. Und dann gibt's halt noch den Likey, der das ab und zu ausnutzt und einfach wie so ein Geist dann auf dich zurennt. Ich hole ihn mal her. Er kommt gerade ganz aggressiv. Oh mein Gott, ja, also der Spiegel ist übel, gell? Ja, scheinbar reagiert er extrem auf den Spiegel. Er wird mich 100% holen, weil ich den Spiegel hatte. Ja, es war so klar. Oh mein Gott, wo kommt der her? Ih, der ist so groß! Okay. Oha! Er steht hinter dir. Oh mein Gott, okay, ich mache mal den Spiegel, komm her. Ne, warte, wir müssen alle Lichter ausmachen. Okay. Geh gucken, wo du Lichter angemacht hast. Und der ist ganz schön... Achso. Okay, Spiegel ist bei dem... Meine Lichter sind alle meine aus. Meine auch. Ist wahrscheinlich noch irgendwo eins jetzt angegangen im Haus. Kann das sein? Boah, das wäre... Ja, das kann sein, dass irgendwo eins an ist. Moment. Ich begebe mich auf die Suche. Oh Mann! Könnte jetzt übel werden und er will wieder deine mich. Sanity. Gut, er will nicht mich. Ja, gut, er will nicht mich, machte. Hallo, er rennt mir nachher. Oh mein Gott. Hat mir mein Herz rausgerissen. Oh mein Gott, er ist hinter mir. Lauf. Was? Er kommt mir nachher. Oh! Er kommt jetzt hinterher. Okay, ja. Oh mein Gott. Was ist, wenn ich da jetzt warte? Dann kommt die mich und holt mich, ne? Ja, natürlich. Okay. Alles gut. Oh mein Gott, was passiert hier denn bitte? Ja, hier ist Licht an, oder? Hä, wo ist denn Licht an? Oh nein, das war er! Oh Mann, ich dachte, das wärst du. Nee, ich hab doch gesagt, ich muss ja, ich komm jetzt mal. Ich brauch mal Weihwasser schon wieder. Ja, das ist einfach hinterhergelaufen. Nein! Nein, Likey! Oh mein Gott, warte, ich komm nicht schützen. Bringt nichts, die Tür ist zu! Ich schaff das. Warte, mach die ganz schnell auf. Geht nicht. Sobald es geht. Oh nee. Oh Gott, okay, danke, ich hatte aber auch eine Statue. Oh mein Gott, der soll mal chillen. Ayo, was ist denn los mit dem? Warte, ich spendiere uns mal noch Pillen. Ja, bitte, oh Gott, ja. Und Weihwasser. Boah, ey. Der ist ja richtig hart. Boah, der Arsch. Wahrscheinlich, weil ich den Spiegel auch hab. Aber wieso kriegen wir die Scheiß mit dem alle Lichter ausschalten nicht hin? Warte, ich geh gucken. Ist es die nächste? Die nächste wäre eine Plasmaabsorber zuerst. Oh, hoch. Ach so. Hey, ich bin draußen. Oh. Hast du einen Plasmaabsorber? Ja, ich hab den drin hingestellt. Likey. Er kommt von hinten. Sehr gut. Der hat Stöckelschüchen an. So, jetzt die Lichter, oder? Genau, das hat schon funktioniert. Lichter. Weihwasser, jetzt meine Weihwasser. Runde. Okay, komm her, du Sau. Ich hier, bam. So, okay, voll gruselig ist der, ey. Boah, ist der unheimlich einfach nur. Okay, super. Dann nimm du den Dolch. Dolch. Und dann gehen wir da rein. Ja. Steh da. Der ist halt riesig, ne? Ja. Übrigens, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wenn er dich angreift, reißt er dir das Herz raus. Ich will nicht, dass er mir hinterherläuft. Ja, wo ist denn die Uhr? Ah, da. Wo okay, ist... Alles gut. Hast du den Dolch vorbeigeworfen? Nein, wo ist der? Der liegt hier drin. Aber wieso geht's nicht? Hä? Warum geht's nicht? Mit der linken Maustaste. Ah. Nimm du wieder Schädel und Maske. Yeah. Mach die kleinen Dinge.
hatte nur Angst, dass das Ding sich bewegt. Ui. Oh. Maske. Ah! Ah! Oh Gott, ganz knapp. Yes! So. Was sagst du dazu? Du Sau! Boah, wie der aussieht, ey, ne? Richtig krass, ne? Richtig gruselig, ne? Also sowas möchte ich auch nicht in Leben, sowas aufwachen. Also sehe ich auch morgens aus, wenn ich wach werde. Und er schnarcht auch noch. Okay, ich schmeiß den Pokéball. den müssen wir erstmal holen gehen. Ach so. Hat Na, wir was? Sind absolut vorbereitete Geisterjäger. Der hat nichts unterm Röckle. Die Geister sehen cool aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich finde das krass, dass die halt wirklich für jeden Geist ein eigenes, so ein eigenes Charaktermodell haben. Der ist schon Smash. Ja, finde ich auch. Woohoo! Professor Eich würde sich freuen. Nice. Komm, wir gucken den mal an jetzt in seinem Glas. Ja. Ab in die Trainingsbase. Weißt du, wie so ein Angeber, der seine Autos in der Garage zeigt. Wir zeigen unsere Geister. Weißt du, Leute, wenn ich Leute zu mir nach Hause einlade, dann starte ich das Spiel und zeige denen meine Geister in meiner Lobby. So, das ist schon gut gefüllt hier. Also, wir haben einmal den Poltergeist. Erinnert mich ein bisschen an Assassine. Ich finde die Schüchen extrem süß. Der hat die sogar extra geschnürt. Ganz akkurat, ganz süß. Dann haben wir einmal der Gehängte. Keine Schüchen an, nicht so süß. Extrem lange Zunge. Das Kind. Ja. Das sage ich gar nichts dazu. Die Ertrunkene. Haben wir auch zweimal gesammelt. Der Babadook finde ich unfassbar gruselig, muss ich sagen. Den finde ich mit am gruseligsten. Ja. Dann haben wir Kuchisake Ona. Finde ich auch sehr gruselig. Hat so ein bisschen was von Yandere. Dann haben wir die Dunkelheit. Die hatten wir sehr oft. Dann haben wir die Nonne zweimal. Die finde ich extrem cool gemacht. Also wirklich auch der Gesichtsausdruck, wie die schaut. Der Vampir. Dann einmal der Ghoul. Den haben wir jetzt auch. Oh mein Gott, das ist richtig gruselig einfach nur, ne? Dann haben wir der Krampus. Wir haben der Dämon. Unfassbar riesig. Yangshi. Süß, wie er die Hände oben hält. Dann haben wir Marionette. Und wir haben der Traumverschlinger. Weißt du, was ich richtig krass finden würde? Wenn man eingeben könnte, dass man gegen mehrere Geister antritt und wenn die jetzt alle entkommen würden und wir gegen die alle antreten müssten. Aber ihr seht, Leute, wir haben alle Geister, sind unfassbar viele. Ich liebe Ghostwatchers einfach nur. Ich finde es so cool, dass du dir einstellen kannst, wie du die Geister fangen willst, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, dass du alle einstellen kannst, verschiedene Geister. Jeder hat seine eigenen Animationen, seine eigenen Dinge, mit denen du sie besiegst. Also wirklich super, super viel. Deswegen mag ich dieses Game so und ich finde die Grafik auch mega. Also echt top. Also, falls ihr mehr sehen wollt, sobald neue Updates rauskommen, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Über ein Abo natürlich auch. Unten in der Beschreibung gibt es weitere Ghostwatchers-Folgen. Da haben wir alle Geister mal gefangen. Checkt gerne unten in der Beschreibung Like My Style ab. Und wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Wir hatten sehr viel Spaß. Du musst was sagen! Ich warte mal darauf. Ciao!